So, herzlich willkommen zur zweiten Aufnahme. So. Okay, ich hoffe, das passt alles soweit. Sieht gut aus. Ja, in der Folge, kann man nicht sagen, in der Aufnahme, werden wir uns mal, wie es der Titel wahrscheinlich schon sagen wird, uns mal um einen kleinen To-B-To-T-Server kümmern. Also nicht den MITRE-Server, sondern den physischen, den Rechner, den PC, auf den der MITRE-Server drauf läuft. Weil der hat ein kleines Hitzeproblem. Wenn der mit Gehäuse läuft, der läuft ja derzeit, wie man im letzten Video wahrscheinlich schon gesehen hat, ohne Gehäuse, also ohne Platte oben drüber. Kann ich mal ganz kurz hier zeigen. So, ne, da ist der PC. Mal ignoriere diese beiden Kabel, die da rauskommen. Aber das ist der PC und das ist das Gehäuse dazu, was da normalerweise oben drüber kommt. Also quasi die Klappe, die Luke, die halt die Klappe. Und wenn das Ding drauf ist, dann sorgt dieser kleine Lüfter zwar dafür, dass im Gehäuse die Luft schön hin und her gewälzt wird, aber sie sorgt nicht dafür, dass die kalte Luft rein beziehungsweise die warme im Gehäuse befindliche Luft rauskommt, weswegen das Ding halt so warm wird, dass wenn es draußen so schon so warm ist, wie jetzt gerade zum Beispiel, der kleine Rechner leider an Hitze stirbt. Und dem werden wir uns heute mal widmen. Das heißt, ich muss hier erstmal runterfahren. Da gehen wir mal ganz kurz per VNC rein. Genau, ist sogar schon das Richtige. Das heißt, der Server wird mal ganz kurz runtergefahren hier. Oh, du kommst weg. Wow. Zum ersten Mal seit Ewigkeiten, dass der Rechner mal wieder runtergefahren wird. Tut dem Rechner bestimmt ganz gut. Weil die letzten 5 Mal ist er einfach abgestürzt. Runterfahren. Let's go. So. Okay. So. Dann gehen wir mal wieder. So. Warte mal, bis der Rechner aus ist. Oh, okay, ich habe gerade gehört, der ist gerade ausgegangen. Sehr schön. So, schauen wir. Kann man erstmal jetzt ein Kabel hier ab? Das VGA-Kabel. Ja, der ist am zweiten Bildschirm als zweite Quelle angeschlossen. Da. Das heißt, ich hätte auch direkt am Bildschirm umschalten können. Aber da hätte ich die Dinge zwar sehen können, was er anzeigt, aber nicht steuern können. So, da kommt das LAN-Kabel ab. Braucht keine Sau. Und Strom wäre auch ganz geil, wenn der wegkommt. So, die beiden Drähte hier, die kommen raus. Wer sich fragt, was das ist, das ist mein kleiner Offerbett-Ventilator. Weil es warm. So, dann kommen wir mit, mein Kleiner. Sehr nice. Autofokus, fokussiere. Ist auch egal. So, wollen wir mal kurz gucken, ob ich das Kabel drüber bekomme. Wo gehst du denn überhaupt lang? Ach, das Kabel geht überall lang. Ah, ja. Okay. So, schon hier. Wenn ihr gerade im Video nichts erkennt, keine Angst, ich erkenne selber auch nichts. Komm raus, bis umzingelt. So, da ist der Kabel. Sehr gut. Sehr gut. So, du kommst mal nach da. Ich brauche erstmal keine und wir schalten mal um auf meine Overhead-Projektor. So. Maus kommt nach da, Tastatur kommt nach Amerika. Ich kann ja sowieso mal aufräumen. Jetzt raufen wir so kleinen Scheiß hier noch von Päckchen auspacken etc. pp. Ah, hier diese ganzen Bügel, die du immer hast, wenn du irgendwelche Kabel auspackst, mache ich mir meistens immer so schön lang, und pack die weg.
Da habe ich immer irgendwas, wenn ich Kabel zusammenbinden möchte. Ich weiß, dafür gibt es Kabelbinder. Aber warum Kabelbinder benutzen, wenn man auch die Dinger benutzen könnte? Deswegen nehme ich Medium auf. Ja, ich bin das, was man ein Messi nennt. Und ich bin stolz drauf. Sehr stolz. So, was nach da? Was verknotet hier? Holy moly. So. Ist die halbe Folge schon wieder fast vorbei hier. Easy peasy. So. Und der letzte, versprochen. Spätestens für die nächsten 5 Sekunden. So. Perfekt. Ah, kann ich mal wegpacken hier. Ab dort in die Kiste. So, der PC. Der PC. Isolo. So, geht das? Geht das? Geht das? Das geht gut. Das geht ja so gut. So, dann mal hier ein bisschen so machen. So machen. Ha. Mit dem Fokus geht einigermaßen. Ich hoffe mal, ich könnte natürlich auch meine andere Kamera ranklatschen. Die ist wahrscheinlich auch so nah doch ein bisschen besser. Ich könnte aber natürlich auch mal, wie gesagt, die Kamera hier ist ja noch gar nicht ausgefahren, komplett. Das heißt, ich fahre die mal ganz kurz. Ups, das war die falsche. Ja, wenn man es richtig macht, dann richtig falsch. Ah, das klingt schon besser. Ja, so hoch ist die Kamera, wenn die komplett aufgefahren ist. Die ist sogar doch höher, noch höher als ich. Holy moly. Sehr nice. So, jetzt hat man hier alles wunderbar. Vielleicht war es auch ein bisschen zu hoch, ist mir aber völlig egal. So, der Lüfter hier, der ist scheiße. Weil das Problem ist, was der Lüfter hat, ich schau mal ganz kurz das Gehäuse. Also die Kappe. Der Deckel. Das Problem, was hier ist, ist, dass der Lüfter die Luft durch dieses Gitter bekommen muss. Was an sich natürlich erstmal nicht schlecht klingt oder nicht schwierig klingt. Ja, der Stecker hier, der ist bitte ignorieren. Ja, das ist von mir Inventar, als wir umgezogen sind. Das Problem ist, man sieht vielleicht schon, der Lüfter hat bis zum Gehäusedeckel einigermaßen Luft, ne? Hier so eben ist jetzt der Deckel drauf. Und dann sieht man schon, da sind so fast 2 cm. Ja, so 1,5 bis 2 cm. Und genau dieser Platz sorgt halt dafür, dass er die Luft nicht reinzieht, sondern halt hier im Gehäuse einfach nur rumwirbelt. Weil dafür halt genug Platz ist. Das heißt, wir müssten jetzt entweder einen Lüfter installieren, der etwas höher ist. Oder einen Lüfter installieren, der an sich einfach kräftiger ist, dass er so stark die Luft ranzieht, dass er auch tatsächlich von außen Luft ranzieht und nicht nur innen drin ein bisschen rumwirbelt, weil der ist halt relativ schwach. Oder wir müssen halt irgendwie gucken, dass wir hier noch irgendwie so ein Plaste- oder Pappröllchen draufklatschen, dass quasi wie ein Luftkanal haben, wenn du so willst. Ansonsten, was ich mir auch überlegt habe, ist, was ich persönlich sehr gerne mache. Ich weiß, da werden mich wahrscheinlich viele Leute köpfen, aber ich bin überzeugt davon, dass es gut ist, den Lüfter umzudrehen. So, dass er die Luft quasi nicht ansaugt und durch die Grillgitter drückt, sondern die Luft quasi durch die Grillgitter rauszieht und nach oben befördert. Hat zweierlei Vorteile. Erstens mal, beim Rausbefördern hast du an sich schon einen größeren Luftkanaleffekt. Das heißt, er drückt die Luft wirklich nach oben, statt in alle Richtungen. Weil wenn du Luft ansaugst, dann saugst du in der Regel einfach von allen Richtungen, überall, wo halt Luft kommt. Wenn allerdings Luft rausdrückst, dann hast du halt meistens diesen Kanaleffekt, dass du den gerichtet abstrahlst. Und dementsprechend, wenn du den halt umdrehst, wird es erst sowieso nach außen gedrückt. Und selbst wenn nicht,
steigt der Luft sowieso immer auf. Das heißt, die warme Luft, die hier nach oben gepustet wird durch den Lüfter, hat dann auch ein relativ leichtes Spiel, dann hier durchs Grillgitter rauszukommen. Das ist meine Idee. So, aber wir gucken mal ganz kurz. Ich mache mal ganz kurz hier. Mein neues Mauspad. So, wir machen mal ganz kurz hier so. Oh, man sieht meinen Lüfter am Fenster über der Heizung. Das ist nice. So, ich habe hier ein paar Lüfter. Ne? Na, gucken wir mal. Ich glaube mal, der hier ist ein bisschen zu groß, auch wenn der von der Stärke her natürlich ideal wäre. Gucken wir mal hier ganz kurz ein bisschen so, was hier von meinen Lüftern in die Frage kommt. Was mir persönlich am ehesten gefällt, ist sowas wie das hier. Der ist auch schon schön klein, ist aber von der Höhe her, also der ist halt wesentlich dicker. Deswegen würde der wahrscheinlich relativ, nicht relativ gut machen. Ne? Das hier ist ja so von der Größe das, was schon drin ist. Und man sieht schon so ungefähr so direkt im Vergleich. Leck mich. Nee, ist auch egal. Dass die größer ist. Höher ist. Alles. So ungefähr alles. Keine Ahnung, ob man in den Videos überhaupt was erkannt hat. So. Schalten wir wieder um hier. Auf die 3. Ah, das heißt, der Lüfter ist ein bisschen dicker. Der kommt da jetzt rein. Müssen wir mal gucken. Von der Breite her passt es tatsächlich perfekt. Der ist genauso vom die Grundfläche her wie der alte. Müssen wir nur gucken, dass wir hier für Schrauben finden, weil der Lüfter hat halt wesentlich kürzere Schrauben. Und ich hatte hier so ein Schraubgläschen, aber so lange Schrauben, wie ich da bräuchte, habe ich hier wahrscheinlich nicht unbedingt drin. Ah, doch, vielleicht habe ich Glück. Ich sehe gerade so ein, zwei Schräubchen. Warte mal ganz kurz, ich schraube erstmal die vorhandenen Lüfter ab. Dann gucken wir mal weiter. So. Passt du? Oh, das Bit passt perfekt. So. Guter, sehr guter Kreuzschraubendreher. Ups. Was machst du überhaupt hier? Warum ist der Plast im Gehäuse? Habe ich gestern beim Aufräumen einfach da drauf gepackt und nie wieder runtergenommen. Ah ja, was soll's. So. Weg da, hin fort mit dir. Schräubchen. Mach mich nicht gaga. So. Diese Schräubchen, die hier dran kleben bleiben, ist ja perfekt. Ist ja genauso wie es sein soll. Magnetische Schraubendreher. Liebe ich. Ich hasse dich. So. So. Damit ist der Lüfter schon mal. Komm raus. Ab. Sehr schön. Kann man hier mal hier kurz vergleichen. Ne? Das ist so die Dicke von dem alten. Die Dicke von dem neuen. Also der ist definitiv fast doppelt so dick. Und das dürfte dann schon passen. Oha. Was man auch schön sieht. Ich meine, ich habe das Gerät gestern gereinigt. So ein bisschen so mit durchpusten. Aber man sieht trotzdem die Rückstände vom Staub etc. It is disgusting. Ich werde mal jetzt ein bisschen Pinsel holen.
Meine Tastatur wird sich gleich freuen. Yay! So. Geht auf die Katastrophe hier. Tja, eigentlich hatte ich gehofft, dass ich schon ein bisschen Compressed Air habe, aber die Compressed Air, also Luftdruckgewehr, also Sniper, Spaß, na wisst ihr, Druckluft aus Flaschen, das kommt leider erst am Montag, also in 2 Tagen. Von daher muss ich erstmal noch am Pinsel bleiben und Autofokus fokussiere. Danke. Weil man sieht da unten schon, ne, unten am Kühlergrill ist auch noch ganz schön Staub. Beeinträchtigt die Funktion jetzt nicht so sehr, weil der Hauptkühlergrill, der ist erstmal weitestgehend frei. Ja gut, der Autofokus weiß nicht, worauf er sich fokussieren soll. ja, genau. Das heißt, wir werden jetzt mal gucken. Ich brauche jetzt mal ein paar Schräubchen, wo die hier von der Länge her durchpassen. Also mal gucken, ob wir da ein paar Schrauben finden dafür. So, ich schalte mal wieder um hier auf 3. Einfach mal alle Schrauben hier auskippen. So, ja, hier haben wir schon mal eine sehr, sehr lange Schraube. Ich glaube, die ist ein bisschen zu lang. Ich weiß es nicht. Könnte sogar fast. Ah, nee, die ist wahrscheinlich zu lang. Hier haben wir eine etwas kürzere Schraube. Die ist aber wahrscheinlich ja, die ist zu kurz. Ach, Remination. Ich weiß schon, wo das enden wird. Ich werde alle Schrauben haben, die zu kurz und zu lang sind. Aber keine einzige Schraube, die genau richtig wäre. Das ist ja das gleiche wie gerade eben. Ich meine, es würde ja schon reichen, wenn wir 2 Schrauben finden. Ja, 2 Schrauben für so einen kleinen Lüfter reichen vollkommen aus. Aber wenigstens die 2 Schrauben müsste ich erstmal finden. Sehe ich denn hier irgendwas? Ja, was sehe ich denn? Ist immer wie so eine Wahrsagerkugel hier, ne? Ja, nee, die ist auch zu kurz. Habe ich nur eine schön lange Schraube hier? Ich meine, wir können die Lüfter auch mit einer Schraube festschrauben, aber das dürfte dann sehr laut werden. Ich meine, halten dürfte es wahrscheinlich schon. Ach, mir ist eine schwarze Schraube. Oh, wow, ich habe hier gleich mehrere. Ja, gut. Schwarze Schrauben. Wobei ich fast glaube, dass die zu lang ist. Dürfte passen, könnte passen. Ich merke mir mal vor. Oh, die ist runtergefallen. Oh, nein. So. Ich mach's lieber fertig mit der Zange. So, Uhr. Mal die ganzen Schrauben hier einsammeln. So, kann er mit euch. So. Restliche Schrauben finden sich irgendwann an. So. Schraube Nummer 2. Und wo war die dritte Schraube? Guck mal, da sind noch 2 Schrauben. Sehr nice. So. Schraube Nummer 3. Und kriegen wir doch 4 Schrauben zusammen, sehr geil. Da ist er. Die vierte magische Schraube. Yay! Komm zum Vorschein. Schau dich. Wo bist du denn? Hallo? Juhu.
Ach, guck mal, jetzt noch eine lange silberne Schraube. Zur Not machen wir zwei schwarze und zwei weiße rein. Dann kann keiner sagen, dass ich irgendwie hier rassistisch bin. Dann haben wir quasi alle Rassen vertreten, wobei in der Produktion noch gelbe Schrauben. Na egal. Ich hätte natürlich schon gerne einheitliche Schrauben. Das war natürlich klar. Jetzt habe ich hier noch eine lange weiße Schraube. Also helle Schraube, Silber meine ich. Das heißt, wir haben jetzt drei silberne und drei schwarze lange Schrauben. Ist ja perfekt. Jetzt müssen wir mal gucken, von welcher wir zuerst eine vierte finden. Aha, da ist die schwarze. Sehr schön. Okay, damit hat Schwarz gewonnen. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. So. Okay. Der Deckel hoch. So, jetzt müssen wir mal gucken. Der Lüfter, der Kabel kommt nach da. Dann kommst du ungefähr so hin oder so. Die Frage ist halt, wie man mit dem Kabel am besten verfährt. So ist halt scheiße. So ist, naja, so geht. So wäre natürlich am idealsten. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir das Kabel irgendwie ein bisschen bändigen können. Ungefähr so. Ja. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich mache mal die Kamera drauf wieder ein bisschen weiter runter. Die ist ein bisschen sehr hoch. Ah, so schon geil. Natürlich gucke mit die Kabelwollknäuel. Wie wir hier am dümmsten die Kabel reindrehen. Die Schrauben reindrehen. Die alten Positionen könnten fast klappen. Ich drehe mal hier einfach mal so ein paar Schrauben rein. Und warte mal ganz kurz, machen wir hier mal ganz kurz hier. Ich glaube mal die Kamera hier. Vielleicht doch nicht so gut geeignet. Oh mein Gott, wir sehen nichts mehr. Hier ist nur wieder was. Mal gucken, wie es mit der Kamera aussieht. Yay! Weißt du was? Ich nehme mal kurz die Kamera. Oh mein Gott, das ist ja riesig. Wir werden alle sterben. Oh mein Gott, Alter. Ich habe die Welt in meinen Händen. So ein Stativ zu haben, schon geil. Besser als ein Selfie-Stick. Wobei, das ist fast ein Selfie-Stick. Naja, okay. Das ist natürlich super genial. Meine Haarpracht ist oh Gott, Alter. Das sieht ja aus wie... Okay, interessant, ja, ist sehr interessant, finde ich wunderbar. Hier können sich Kanickel drin verstecken. Ja, okay, lass mal das mal. Sonst gibt es ja noch eine Anzeige wegen, was auch immer. Irgendwas, was nicht gut ist. So, dann tauschen wir mal kurz, ganz kurz die Blätterklitze. Ach, Ronny, warum bist du immer so intelligent hier? Der ist ja verrückt. Komm her, böse Schraube. Ah. Ja, nice. Ist ja quasi very nice. So, ja bitte. Den Insider haben nur IT-Administratoren an Schulen verstanden. So. Tada! Oh. Macht dir doch auch das Arbeiten gleich wesentlich angenehmer. Ja. Das ist... Ah, kann man schräg starten? Okay, brauchen wir zum Glück nicht. So. Okay. Okay. So, jetzt haben wir da schon mal eine Schraube drin. Wo ist denn mein Schraubendreher? Da, wo ist mein Schraubendreher? Schraubendreher, hallo, Schraubendreher. Ach, da.
natürlich unter der Tastatur, wo sonst? So, wollen wir mal kurz gucken hier. Dass wir das Ganze voll professionell machen, die Schraube ist viel zu lang. Hier ist ungefähr 300 Kilometer zu lang. Ah, ist das scheiße. Okay, das heißt, wir brauchen doch kürzere Schrauben. Schissel, de Dissel, de Wand an. Gott. Ich werde aber nie im Leben Schrauben haben, die kürzer sind als die, aber nicht zu kurz sind. Meine Wahrsagerkugel. Wenn ihr was seht, schreit an, ne? Ich warte. Guck mal, da ist heute eine Schraube. Wo ist denn meine Zange? Da ist meine Zange. Das ist, by the way, mein MyTest-Server-Laptop. Oh, die können wir mal probieren. Die sieht gut aus. Ne, die ist zu kurz. Und die hier können wir auch mal probieren. Die sieht gut aus. Ist aber wahrscheinlich auch zu kurz. Scheiß die Wand an. Exakt, ich habe nur entweder Schrauben, die zu kurz oder zu lang sind. Ich glaube, ich mache das Ding einfach mit Tesa-Tape fest oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Das ist das Schöne an meinem Test. Da kann man sich einfach alles craften, was man braucht. Warum geht das in die Realität nicht? Warum kann ich nicht einfach eine Schraube nehmen, die zu kurz ist? Eine Schraube, die zu lang ist? Gehe damit ins Crafting Guide und bekomme zwei Schrauben, die genau richtig sind. Warum geht das nicht? Das wäre so schön. So schön wäre das. Ja. Ja. Gut, wir gucken erstmal, ob einer von den beiden Schrauben passt. Auch wenn ich jetzt schon weiß, dass das nicht der Fall ist. Wobei die auch ein zu feines Gewinde hat. Kann man ran fokussieren? Kann man fokussieren mal? Ey, du Arsch! Fokussier! Ah, der hat ein zu feines Gewinde. Ich glaube, das wird hier drinnen nicht halten. Ist aber kein Problem. Dann kommt hier der Film. So, schauen wir mal. Das muss ungefähr so sein. Und die Schraube passt. Nee, ist viel zu kurz. Ach, scheiße, die Wand. Ja. Gut, alternativ können wir natürlich auch noch machen. Was? Dann machen wir den Lüfter doch also richtig rum. Machen den aber nicht hier drauf fest, sondern am Gehäuse. Also quasi da dran. Ob das eine gute Idee ist? Meine Kopf-Gehirn-Prozesse sagen ja. Das Problem ist, damit das klappt, bräuchten wir irgendeine Art von Muttern, die diese Schrauben hier in den Dingern hier irgendwie festhalten. Ja. Das wird ein Problem. We are fucked. Right now. Gott. Ich hätte also eine Frage. Wie sieht es denn mit euch aus? Ihr passt hier durch, okay, und ihr passt hier. Das ist genial. Okay, ich brauche zwei von. Zwei von diesen Schrauben. Die sind einigermaßen ideal. Die Frage ist, finde ich doch jetzt noch eine zweite? Oder verlässt mich mein Glück da direkt wieder? Ich meine, letztendlich brauchen wir nur eine mit diesem gleichen Gewinde. Das würde ja schon vollkommen ausreichen. Wobei das Gewinde schon doch relativ grob ist. Ich guck mal, ob die hier in Frage kommt. Ich guck mal, ob die hier in Frage kommt. Die sehen alle erstmal so vom gleichen Kaliber aussehend aus. So ein bisschen so.
noch eine. Und da ist noch eine. Komm zu Papi. Hey, bleib stehen. Bist du umzingelt? So, gucken wir mal, ob die hier drinnen. Ab die Kabel. Ob die hier drinnen halten. Ja, ja, ja. Oh, das passt ja perfekt. Ah, das ist ja geil. Gut, dann machen wir direkt die Art. Dann bläst der Lüfter quasi Luft auf das Ding hier rauf. Dadurch, dass der selber aber direkt an dem Gehäuse montiert ist, wirbelt er die Luft nicht einfach nur quasi im Gehäuse rum, sondern sie zieht wirklich durch das Ding hier Frischluft von außen an. Das ist ja das Wichtigste. Weil so viel Frischluft, also so viel Luftzirkulation braucht der Lüfter hier gar nicht. Ja? Wenn der nicht direkt, also wenn der Lüfter nicht direkt drauf sitzt, ist das überhaupt kein Problem, weil das Problem ist nicht die CPU, die zu warm wird, weil die CPU, die hatte durchweg so, wenn er voll ausgelastet war, so um die 40 bis 60 Grad, je nachdem, ob es tags war oder Nacht. Ne? Nachts hatte er so um die 40, 45 Grad, so in dem Dreh. Aber tagsüber, wenn es draußen halt warm war, hatte er halt 60 Grad, was auch nicht zu viel ist für eine CPU. Das Problem ist, wenn die CPU schon so warm ist und die CPU die Luft hier drinnen nur im Gehäuse rumwirbelt, dann bekommen diese ganzen anderen Komponenten, die du hier drinnen siehst, auch diese warme Luft ab und die selber können halt durchaus wesentlich wärmer werden. Und dementsprechend brauche ich halt wirklich einen Lüfter, der Frischluft hinzufügt. Das reicht ja für die CPU vollkommen aus. Na? Und es sorgt aber dafür, dass das Klima im Gehäuse insgesamt schön ruhig wird. Wir können natürlich auch, wenn wir jetzt den Lüfter direkt am Gehäuse festschrauben, auch mal gucken, ob wir etwas größeren Lüfter nehmen. Also vom Durchmesser her, größer, damit er hier das Loch wirklich komplett ausfüllt. Muss ich mal gucken, ob ich so einen 8 cm Lüfter habe. Warte mal hier erstmal hier wieder so. So, schauen wir mal. Da haben wir ja ein paar. Wie gesagt, der gute ist leider ein bisschen zu groß. Der sieht gut aus. Der hat auch direkt schon die passenden Stecker. Ansonsten wäre auch der eine Option. Der hat einen PWM-Stecker. Das Motherboard hat zwar leider kein PWM, aber der kann ja auch über 3-Pol versorgt werden, gesteuert werden, etc. Der ist so klein, aber ich würde sagen, wir versuchen mal die beide. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. So, wait a second. Ach, Sala Vista. Ups. Nein, das war so. Yay! So, dann müssen wir erstmal ganz kurz gucken. Das Räubchen. Kommen mal. I need more space in the ass. So, von der Größe her passen beide, weil, ne, ist halt so ein typischer 8 cm Ausschnitt, wobei der kleiner ist als 8 cm. Hätten wir also da noch ein bisschen Platz. Der ist sogar von AMD. AMD ist gut. Wobei das eine Intel CPU ist. Und zwar ein Leck mich am Arsch. Das müsste sein ein Intel Atom D525. Ja. Wenn ich mich nicht ganz irre, ist es ein D525. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, aber es müsste einer sein. Also relativ guter, ist also für als der rauskam, war der gut. Der ist jetzt schon mehr als 10 Jahre alt. Also aus heutiger Sicht ist es absolute Katastrophe. Aber ich meine, da drauf läuft KUbuntu. Ja? Und KUbuntu braucht von der CPU her nichts. Da könnte sogar ein 386 drin stecken. Und der wäre immer noch. Ja, egal. So, siehst du, hier haben wir nämlich den Stecker, den wir dann für den größeren Lüfter gleich verwenden könnten. Jetzt muss ich aber erstmal kurz gucken hier, wie viel Platz wir hier haben. Weil die ganzen Kabel, aber die ganzen Kabel sind alle. Sieht gut aus.
Die Kabel dürften alle dran vorbeigehen. Ich meine, man kann ja noch ein bisschen rumrücken mit den Kabels, ne? Ist ja kein Problem. Wir müssen halt nur aufpassen, weil darunter halt die Arbeitsspeicher sitzen, dass wir dann die Kabel zum Beispiel so hier machen. Ja? So ein bisschen versteckt, dass sie aber nicht zu sehr irgendwie an den Arbeitsspeicher hier randrücken, weil die drücken halt hier jetzt gegen den Arbeitsspeicher. Und das ist halt nicht so geil. Deswegen habe ich die lieber, dass sie hier drauf liegen. Aber dann müssen wir gucken, dass wir hier. Ja, mal gucken. Wenn ich den jetzt hier einfach mal so drauf packe. Ah doch, passt das Gehäuse noch locker drauf. Easy. Dann würde ich mal sagen, gilt das als accepted. Das heißt, der Lüfter, den brauchen wir nicht. Sondern der Lüfter, das Blöde an dem Lüfter ist jetzt, dass der halt nicht gesteuert wird. Das heißt, der läuft jetzt die ganze Zeit auf voller Drehzahl. Ja, keine Ahnung. Wir können mal ganz kurz gucken, wie laut der denn wäre. Wenn ich den jetzt hier anschließe. Isa la vista, Baby! Boah. So, dann klemme ich mal ganz kurz die Festplatte ab. Aha! Das, meine Damen und Herren, ist ein SATA-Kabel. So, wo ist denn mein Strom? Da ist mein Strom. Ist so lang genug? Ich muss mich mal ganz kurz rumdrehen. We America! So. Da da Saft. Da da Power. Ich sag mal so, schnell ist anders. Ich meine, er macht Luft, klar. Aber. Ich meine, der Vorteil ist, der macht keinen Krach. Also, der macht halt kaum Krach, ne? Aber, achso, ja, nicht wundern. Also, hier ist zwar die Kamera, aber das Ding, was das Mikrofon hat, ist die Kamera über meinem Bildschirm. Oder auch nicht. Hä? Welche Kamera hat denn jetzt gerade der Sound? Ach, die Kamera hat gerade Sound. Warum schaltet OBS um? Behindert? Der muss ja hier rangehen. Hm? Man hört kaum was. Was schon mal nicht schlecht ist, aber der dreht sich halt extrem langsam, muss ich schon sagen. Oh, das System bleibt kalt, logisch. Ja, weiß nicht. Wir stecken mal ganz kurz den anderen Lüfter hier mal an de Port ran. Gucken mal, wie der sich so verhält. Aber die machen beide ungefähr gleich viel Wind. Aber der dreht sich ruhiger. Wobei, nee, der vibriert in der Hand. Der läuft unrund. Was wahrscheinlich daran liegt, dass dieser Sticker obendrauf super nicht zentriert ist. Danke dafür. Ja, ich würde sagen, wir bleiben einfach bei dem Lüfter hier. Der ist gut, der ist modern. Die Klatsche war so dran, also natürlich am Gehäuse, ne? Dann sollte das Ganze schon passen. So, ich ziehe mal meinen Stecker hier raus. Oh mein Gott, du hast den Rechner zum Abstürzen gebracht. Ja, deswegen habe ich auch die Festplatte abgezogen, damit kein Betriebssystem startet, was abstürzen könnte. So, jetzt müssen wir den Lüfter nur an das Gehäuse, an die Oberdeckel irgendwie ranflanschen. Komm mal ab. Blöde Kabel! Ist da! Oh ja! So, kommst du nach da? Du kommst nach da. Der Lüfter kommt dann ungefähr so gegen. Wie ich das Kabel am besten packe. Doch, ich würde es so machen. So, jetzt ist die Wandfrage: Passen hier die Schrauben rein? Nee, hier brauchen wir natürlich die klassischen Lüfterschrauben. Also wieder Schrauben raussuchen. Ich der Krise. Das Schöne ist, Lüfterschrauben habe ich ein paar. Beziehungsweise Lüfterschrauben. Mal gucken. La 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 la
Aber habe ich keine Lüfterschrauben oder was? Da hebt er ja nicht. Ach, da ist einer. Also eine. Was halt so ziemlich Katastrophe ist, aber eine ist besser als keine. So, Schraube Number One. Ich hasse dich. Wo bist du? Da bist du. Warum ist der Lüfter magnetisch? Ist ja auch egal. Manche Sachen würdest du einfach nicht wissen. So, wie wär's nur mit noch einer Schraube? Also ich wäre so mindestens für zwei Schrauben, das wäre schon mal gar nicht so schlecht. Vier Schrauben wäre mir persönlich zwar definitiv lieber, aber... Ja, Sacrilog. Ich glaube, ich brauche einen Spendenaufruf. Ich brauche Lüfterschrauben. Ha. Ich meine, man könnte die doch einfach bei Amazon bestellen, aber Spendenaufruf klingt spannender. Ach, da ist noch einer. Wobei mir die ein bisschen klein aussieht, kann sein, dass sie. Nein, das ist falsch, du bist richtig. Vor allen Dingen sind es auch zwei verschiedene Typen von Schrauben. Nicht, dass mich das jetzt so sehr interessiert, aber. Yay, ich mag Döner. Döner. Schöner. Ja, ich glaube, von den letzten beiden Schrauben in meinem gesamten Schraubensortiment. Das ist natürlich lippidippi traurig. Habe ich jedenfalls irgendwo Schrauben liegen? Nö, da habe ich keine. Also ja, aber keine Lüfterschrauben. Nö, Lüfterschrauben habe ich. Gut, ja, wir nehmen erstmal die beiden. Und gucken mal, wie der Lüfter sich damit so verhält. So, zentriert wäre das dann ungefähr. Nein. Ja. Are you fucking kidding me? Die Lüfterschrauben passt gar nicht hier durch die Löcher durch. Ja, das ist natürlich super genial. Verarschen? Kann ich mich selber. Dann geht das ja gar nicht. Das ist dezent deprimierend. Ah, gut, okay. Dann müssen wir doch mit den alten Schrauben bleiben. Dann funktioniert das mit den größeren Lüftern leider nicht. Schade. Das heißt ungefähr so hier. Der kleine Lüfter sieht dran halt ultra süß aus. Also mal gucken, darauf, ein bisschen darauf achten, dass der möglichst, naja, in Anführungszeichen mittig ist. Wobei ich gerade sehe, das geht hier gar nicht. Ja, egal wie ich den positioniere, ich kann nur zwei Schrauben implementieren. Nehmen wir mal hier zwei Schrauben. Dann gucken wir mal, dass ich den so positioniere, dass er möglichst mittig über dem CPU-Kühler ist. Wo das dann ungefähr wäre. Das wäre okay. Das wäre da so. Also ich so mittig, aber so quasi ganz unten. Muss ich den positionieren, damit er möglichst perfekt über der CPU hängt. Also quasi so hier. So, das heißt, wir nehmen
Das ist egal, so oder so. So. Ich greife gar nicht richtig. The fuck? Nö, Schraube greift gar nicht richtig. Heißt die Wand an. Das heißt, wir brauchen doch eine etwas größere Schraube. Wir haben jetzt zum Glück auch noch ein bisschen Platz, was das Gewinde angeht. Wir brauchen also doch ein etwas dickeres Gewinde. Ist eine Katastrophe hier. So. Wow. Das ist mal ein schönes Bild. So sieht es auch gerade bei mir im Kopf aus. So, okay. Größeres Gewinde. Wie wäre es dann? Das ist genau die Schraube, die wir vorhin auch hatten, aber davon haben wir leider nur eine. Also bisher. Hier haben wir eine klassische PC-Schraube, aber ich guck mal, das Gewinde ist noch kleiner. Ja, das Gewinde ist noch kleiner. Dürfte auch nicht das Richtige sein. Gucken wir mal die drei Schrauben, ob davon eine passt, wobei ich sehe schon, bei der einen ist das Gewinde zu kurz. So, wie sieht es denn bei dir aus? Hält auch nicht. Scheiße. Das heißt, wie es aussieht, brauchen wir wirklich klassische Lüfterschrauben, aber die passen hier nicht durchs Kühlrohr durch. Oder Schrauben, die etwas dicker sind. Ja, ne. Die klassischen PC-Schrauben greifen auch nicht. Boah, die ist doch deprimierend hier gerade. So.
Sieht nicht so aus, wenn ich hier passend Schrauben finde. Die passt denn wieder rein? Gar nicht. Okay, nö. Dann wird das mit dem Lüfter auf jeden Fall nichts. Das ist natürlich sehr schade. Aha. Gut. Dann bleibt also wirklich bloß noch die klassische Alternative, wie wir auch davor hatten, mit den originalen Schrauben von dem Gehäuse, von dem Lüfter. Das soll den alten Lüfter wieder installieren, aber halt andersrum. Also quasi auf den Kopf installiert, ne? Müssen wir jetzt kurz gucken. Hier ist eine. Da ist eine. Da ist eine. Eins auf dem Boden. Nee, du nicht. Die vierte. Da ist er. So. Die vier originalen Schrauben. Also die drei plus die eine, die auf den Boden gefallen ist. So. Euch brauche ich. So. Vor allem, was gerade auffällt, der Originallüfter. Warum hat der bitte schön einen lilanen Stecker? Okay, auf der Kamera sieht es nicht so lila aus, aber der ist halt ultra lila. Naja, was soll's. So, ihr kommt nach da. Du auch? So. Dann machen wir das Ganze mal. Unser Original. So hier, nur halt andersrum, ne? So, dass der Sticker nach oben zeigt. Dass er die Luft quasi raussaugt. So, brauchen wir wieder das kleine, den kleinen Bit. Okay. So. Wisst ihr jetzt, wenn ihr sowas macht hier mit so einem Lüfter, wo die Schrauben direkt in den Kühlkörper reingeht, dass ihr versucht beim wieder reindrehen der Schrauben auch das alte Gewinde wieder zu treffen? Das macht die Sache erheblich einfacher. So. Okay.
Müssen wir doch mit dem alten Lüfter fahren können. Also jetzt muss man ein bisschen dumm machen hier. By the way. So. Passt, wackelt und hat Luft. Also sollte auch haben. Lüfter ohne Luft wäre nicht so lustig. So, kommst du weiter. Gut, dann brauchen wir hier doch kein Kabel dran, kann der wieder zurück, wo der war. Hätte hier so eine ganz uralte 80 Gigabyte Platte drinne, so eine dicke. Dürfte eine von meinen früheren Festplatten gewesen sein. Aber für den 2B2T-Server reicht es vollkommen aus. Dann machen wir mal einen Funktionstest. So, das heißt, Dongle steckt drin. Dann geben wir dem mal Power. So. So. Genau, da haben wir jetzt WLAN hat er. Dann schalten wir den mal ein. Warum geht der Lüfter nicht an? Ey, Lüfter! So. Sag mal, hallo, Lüfter? Wow. Der kann nicht andersrum montiert werden. Hört ihr das? Der Lüfter schraubt am Lüfter. Also am Kühlkörper. Okay. Du Monster. Man möchte mich verarschen. So, kommst du wieder ab. Gut, das heißt, die Aktion an sich hat schon mal nichts gebracht, denn muss der Lüfter wohl weiterhin ohne Gehäuse betrieben werden. Also der PC, nicht der Lüfter. Schrauben an die Macht. So. Ach, ein Minischen. Wow. Ich präsentiere das Schraubenspiel. Scheiße. Viel Schrauben gehen nicht. So. Passt, wackelt und hat Luft. So geht der Luft auch an. Sehr schön. So. Strom ab. Festplatte ran. Strom ran. Und immer gib ihm Power. So. Wieder ein bisschen Magie.
Ich finde das Bild hier beide immer noch ultra krass. Also da, das da. Das sieht irgendwie stylisch aus. Ich weiß ja auch nicht. So, rechne es an. Das heißt, ja, wenn alles ist an, das ist sehr gut. So, hier kommt jetzt mal wieder meine die richtige Kamera rauf. Das heißt, du kommst mal ganz kurz weg hier. Bla. Wow. Rauschen. Schalt doch mal wieder auf die richtige Kamera zu. So. Bitte wundert, mein Bart. Also so sieht's aus, als wenn das Kopfhaare wären. Ja. Sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Okay. So, festschrauben. Passt. Schnauze. So. Wollen wir mal gucken? Okay. So. Du kommst mal nach da, du kommst nach da. Ich brauch dich. Ich brauch dich. So. Yay. Werkzeug ein bisschen immer schön von Elektronik fernhalten. Das heißt, Lenker wird schon. Funktioniert SSH schon? SSH funktioniert. Hallo? Warum kriegst du keinen? Ach, ja, der ist ja. Ach, klar, der läuft ja über. Ah, scheiße. Ich brauche das LAN-Kabel. Gut, dann. So. Das war das Grüne. Na, das kommt mal kurz mit. Ja. Ja. Ah, das ist natürlich ultra kurz. Das ist lang genug. Ja, sieht gut aus. Bleibt da. Leck mich. So. Schwupps drauf. So. Ah, Link ist da. Wie man sieht, der Link ist links. Okay. So, dann zweiter Versuch. Ah, es klappt. Mal ein bisschen größer hier. So. So, so. Aha, starten wir mal VNC. Und verbinden uns mit VNC. So, und ja, nicht wundern, dass sie jetzt so klein ist. Das liegt daran, weil dadurch, dass da kein Monitor dran hängt, weiß er nicht, welche Auflösung der X-Server haben soll.
Und hat deswegen die Standardauflösung von 1024x768. Das ist so unter X-Server die Standardauflösung quasi, wenn überhaupt kein Ausgabegerät erkannt wird. Deswegen hängt hier, also daher kam überhaupt die Idee, dass an dem Anschluss die ganze Zeit mein rechter Bildschirm hängt, damit der quasi meinen rechten Bildschirm als Bezugsquelle quasi erkennt und deswegen diese 1920x1080 hat. Man könnte natürlich auch einfach ein Skript erstellen, was dem die Auflösung manuell reindrückt. Beziehungsweise man kann es wahrscheinlich auch direkt unter Kubuntu einstellen, keine Ahnung. Aber ja. So. Wir machen jetzt hier einfach mal. XVMware. Ja, beides ist disconnected, das ist natürlich schade. Gut, ich fahre erstmal runter und installiere ihn wieder da, wo er sein soll. Herunterfahren. Herunterfahren. Kann ich nämlich auch jetzt das VGA-Kabel wieder reinstecken und dann sollte alles wieder so sein, wie es original sein sollte. Da so, da so. Nein. Beziehungsweise könnte ich an hier an den Recht, also an die SIM jetzt quasi, an dem HDMI, an die HDMI Capture Card, so jetzt habe ich es, könnte ich den Rechner anschließen, weil ich habe nämlich ein extra ein aktives VGA auf HDMI Kabel gekauft, damit ich auch VGA-Geräte capturen kann. Das würde halt voll krass Sinn machen. Warum wird der so ewig lang zum Runterfahren? Wie man sieht, der Lüfter rüttelt immer noch. Fleißig vor sich hin. Ich hole schon mal das Kabel. Das hier ist das gute Stück. Da hast du an dem einen Ende HDMI. Das kommt in die Capture Card rein. Und am Eingang hast du halt einmal VGA. Und damit halt, wie gesagt, ist halt ein aktives Kabel, klar. Und deswegen braucht das Ding halt auch über USB Strom. Und da HDMI auch Audio übertragen kann, hat das Ding auch gleichzeitig Audiokabel mit dabei. Was ja schnieke ist. By the way, Lüfter ist still, das heißt, das Ding ist echt runtergefahren. Wird ja mal Zeit hier. So. Und das heißt, du kommst mal kurz mit. Du kommst ab. Die beiden Kabel kommen beide wieder nach der Hütte. So. Ungefähr. So. Schauen wir mal ganz kurz hier. Es ist draußen so scheiße hell. Holy moly. Naja, was wird's? So. Okay, Akabu. Hier. Ding ab. Ding ab. So. Das VGA-Ende kommt logischerweise in ihre Rechner rein. So. Dann braucht der feine Herr ja auch noch Strom. Audio eher nicht so unbedingt, aber wenn es schon mal da ist, kann ich das Audio auch gleich mit connecten. So, dann braucht der wieder sein Ethernet.
Für die sich wundern, warum ich Ethernet und WLAN habe, das liegt einfach daran, dass das Ethernet nur für die Kommunikation innerhalb meines Systems gedacht ist, damit ich quasi von meiner Workstation drauf zugreifen kann und dabei eine schöne, schnelle Verbindung habe. Ja. Jetzt sehe ich gerade, hatte ich das Powerkabel in meinem. In meinem Kamerakabel verfangen. Macht aber nichts. So. So, das andere Ende vom HDMI-Kabel kommt jetzt immer die Capture-Card rein, da wo das Kabel von dem Raspberry Pi ist oder war. Das kommt. Ah, geht gar nicht so schwer. Leicht. So. Manchmal wünschte ich, ich hätte drei Hände. So. Nein, warum denn jetzt? Warum hat USB immer so eine Superposition? Egal, wie rum es zuerst reinmacht, ist immer falsch. So, dann kann das andere alte HDMI-Kabel von Raspberry Pi kann dann weg. Ups. So. Achso, ich sollte den Rest vielleicht auch nochmal einschalten. Das wäre ganz praktisch. Das Problem ist, ich weiß jetzt nicht, welche Auflösung das Ding durch die Capture Card bekommt. Weil die Capture Card gibt, glaube ich, eine Auflösung von 720p vor. Also 1280x720. Warum auch immer. So, schalten wir erstmal hier oben auf der. So. Da-da-da. Schauen wir mal, ob er noch hochgefahren ist. Okay, Rechner läuft. Na, kommt schon. Gott, wer braucht denn zum Hochfahren? Ach, nee, schon. Was bist du hier? Ja, schließen. Ah, geht doch. So, dann starten wir mal den VNC. Und verbinden uns mit VNC. Ja, komm rein. Danke. So, mal gucken, welche Auflösung der hat. Ich glaube, der ist noch im Anmeldebildschirm. Wenn ja, wird er die Verbindung gleich unterbrechen. Adaptiv können wir natürlich auch unterbrechen. Aha, da. Das ist der eigentliche Desktop. Also der scheint wirklich die Full-HD-Auflösung zu haben. Sehr geil. Ich mag diese Capture Card. Also siehst du, das können wir gleich mal hier gucken. Bam. Okay, es hängt immer noch an, mit von wem hat er nicht. Warum das denn? Sehr seltsam.
Eigentlich müsste die Capture Card doch. Wieso bekommt die Capture Card kein Signal? Wartet mal ganz kurz. So, Quick View for Linux. Öffnen wir mal ganz kurz die Capture Card, also das Video. Ach, die Capture Card ist. Ach. Ja, USB. Nö. Mhm.